Meine Lieben, ich stehe heute Montag, ja, weil letzten Mittwoch hatte ich keine Zeit, ja. Das ist Orakel Montag für Wunschpartner, jemand, die Wunschpartner hat und Singles, ja. Lasst euch nicht im Stich. Okay. Eine Karte für Wunschpartner. Eine Karte. Was möchte dein Wunschpartner dir sagen? Und hier Single-Stapel, ja. Hier eine Karte. Bisschen Platz machen da. So. Hier Lenormand. Das haben wir Lenormand. Das ist, was möchte dein Wunschpartner dir sagen auf der Seelenebene? Traut sich nicht. Positiv wie negativ. Was ist bei dir in der Liebe? Was ist bei dir jetzt los in der Liebe? Und wie musst du agieren? Ja? Dann weißt du, woran du bist. Ja? Positiv wie negativ. Hier und hier. Was sagt dir als Single-Mensch, deine Seele möchte dich sagen, was dir vielleicht unbewusst ist? Ja? Was sollst du mehr achten? Was ist bei dir in der Liebe los hier? Zwei und zwei. Was sagen die Engel zu dieser Situation? Okay, meine Lieben, dann fangen wir mal an. Das ist eine Kurzorakel, ja? So, was ist bei dir in der Liebe los? Du solltest etwas loslassen. Hoffnung nicht verlieren. In der Liebe. Dann kommt mehr harmonische, glückliche, fröhliche Zeit auf dich zu. Sehr Glückskarte. Du solltest keinen Grund zu Sorgen haben, sagt dir die Engels. Ja? Und was ist bei dir, bei diesem Wunschpartner, bei dir los? Ja? Positiv wie negativ? Ja? Wenn er nicht mehr von dir wissen möchte, du hast keinen Kontakt, ja? Vielleicht kommt etwas Gutes auf dich zu, wenn du diese Wunschpartner loslässt. Ja? Die Hoffnung nicht verlieren, keinen Grund zu Sorge. In der Liebe bei dir, wo zuschaut, ja? Es kommt Wunschpartner. Ja. Blockierte Kommunikation. Mit deinem Wunschpartner ist eine blockierte Kommunikation. Was möchte er dir sagen? Ich weiß zurzeit nicht, was ich dir sagen soll. Deshalb halte ich mit meinen Gedanken hinterm Berg und bin auch nicht wirklich gesprächbereit. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt antworten werde. Solltest du dich melden. Also, klare Aussage. Loslassen. Hoffnung in der Liebe nicht verlieren. Es kommt glückliche, fröhliche Zeit auf dich zu. Kein Grund zur Sorge. Ja? Aber hier nehme ich noch eine Karte zusätzlich.
Botschaft, was auf dich zukommen soll. Ja? Hier. Was kommt noch in der Liebe auf diese Stapel zu? Eine Karte. Bleib im Vertrauen, ja? Du musst loslassen. Orakel Montag. Du, die wollte raus da. Siehst du? Die Sonne. Neue Richtung im Leben schlagen. Ja, schlag eine neue Richtung ein dein Leben. So, Wunschpartner ist die Kommunikation blockiert. Lass los. Hm? Hoffnung in der Liebe nicht verlieren. Ja? Positiv. Höchste Energie, Sonne. Kein Grund zur Sorge. Es kommt glückliche, fröhliche Zeit auf dich zu in der Liebe. Ja, bestätigt diese Karte. Okay, dann, wenn du Single bist, was ist bei dir los in der Liebe? Du bist sehr fürsorglich. Ja? Fürsorge, du bist sehr fürsorglich, sehr positiv. Ein Mann, Stabilität mit einem Mann hier. Ja, Vertrauen. So, du bist Single. Hm? Was kommt in der Liebe auf dich los? Du bist sehr fürsorglich, sehr positiv, sehr positiv. Ein Mann kommt auf dich zu. Es wird in der Liebe Stabilität stattfinden. Ja, ja, vertraue aber, vertraue darauf. Und was möchte deine Seele dir selbst sagen, positiv wie negativ, was du lernst, damit dieser Mann kommen kann? Vielleicht muss noch in Heilung oder Konkurrenz. Gibt es in deinem Leben eine Nebenbuhlerin, die zwischen dir und deinem Wunschpartner steht? Oder leidest du unter der ständigen Angst, dass andere Frauen hübscher, besser, erfolgreicher und schlauer sind als du? Lege dieses Konkurrenzdenken ab, denn es hindert dich unbewusst daran, eine Partnerschaft eingehen zu wollen, aus Angst davor, eines Tages von deinem Herzensmann ausgetauscht zu werden. Sollte es sogar gegenwärtig so sein, dass dein Wunschpartner nicht frei ist, ist es nun erst recht an der Zeit, deinen Weg ohne ihn zu gehen. Mit einem neuen Mann, hier ist dieser Mann, ein neuer Mann, frei nach dem Motto, neue Partnerschaft, neues Glück. Vertraue darauf. Ja? Sehr gut. Okay. So, meine Lieben, das war Orakel Montag. Ich hoffe, ich könnte euch ein wenig helfen da, ne? Alles Gute, recomendalos. Bye bye. Adios, amigos.